Hallo und ein herzliches Willkommen hier zurück zum nächsten Part mit Dragon Age. Wir gehen weiter und haben hier noch eine Sehenswürdigkeit zu beanspruchen. Das ist, glaube ich, noch die letzte. Jawohl. Leontines Sehneschall. Und dann geht's auch schon in die nächste Arena. Ob wir diese überleben, ist fraglich. Wir haben nämlich keine Tränke. Aber no risk, no fun, würde ich behaupten. Haben wir noch die Bomben. Haben in unserem Fall hier zweimal die Fähigkeit. Die, die und die auch noch. Probieren wir es. So, probieren wir mal den Drachen. Und ich könnte mich aufregen, weil ich ihn eben schon mal probiert habe, das jetzt aber rauskrachen musste, auch von der dummen Tatsache, dass der Typ mich mit dem Schwanz in die Luft, geschmissen hat. Und was war das Resultat daraus, dass er mich in die Luft geschmissen hat? Er hat resettet und er war da. Da. Scheiß viel. Gleich mal Ultis zünden. Liebe kalten Zahn kann ich nämlich hier den Rüstung bauen. Das ist immer sehr ungünstig. Und ab einem gewissen Level geht er dann auch über und ruft verstärkt. Ach ja, da geht er das erste Mal in die Luft. Wie schön war das noch bei dem Level 15er Drache, den wir einfach mit Sarahs Ulti in 2 Sekunden niedergeschnetzelt hatten. Das klappt bei dem hier leider nicht. War sowas für mich.
glaube, die sollten mal einen Regenerationstrank reinschmeißen. Also der hier nämlich nie Schaden bekommt, ist nicht wie der Black Wolf. Und neue Rüstung. Ich will nicht so wenig quatschen, aber der Boss, der zieht einfach den letzten Zahn. Vor allen Dingen, weil er einen einfach durch die Gegend schleudert. Ungefähr bei 50%. Brauchst du nochmal einen? Ja. Na komm schon, Großer. Und Attacke. Jetzt beginnt er mit seinem Rufen der kleinen Fischer. Was extremst annoying ist, wenn er ein Schild hat, seinen kleinen Fischer, seinen Wirbelwind, seinen... Wow, ey. So, und dieses Hochschmeißen, wie auch immer das funktioniert, hat mich eben schon in die Set gebracht. Frage ist sicher schon was mehr, was ich auch. Da sehen wir es wieder. Gut, das darf nicht passieren. Geh mir jetzt mal nicht auf den Sack, Mann. Wenigstens das läuft mir durch. Und Attacke auf die kleinen Kiste. Oh ja, nimm den mal auseinander. Thank you.
Von wegen jetzt auf den Großen. Ja, wobei. Da fahren wir noch keine hoch. Sobald sie da sind, müssen wir halt switchen. Ein schönes Auge, damit wir die Treppe haben. Ich glaube, es wäre mal nicht schlecht, wenn wir da eine Bombe schmeißen. Shit. Kanonenkugel. Dauert die Kleine jetzt weg zu bomben. Fuck jetzt. Dann kommen die nächsten. Gehen wir mal die Rüstung runter. Ich hab dir eben. Puh, ich krieg Zustände, wenn die so blöd machen. Die NPCs. Ohne Witze. Ich krieg da Zustände. Das ist ja jetzt, als hätte ich eben befohlen, dass sie eine Granate schmeißen sollen. Sind wir noch nicht. Weiß uns lieber das mal rein. Ich vorstelle, dass ich das Gefühl beinahe tot hatte. Dass es dann hochgeklitscht ist, ey. So in etwa. Bin ich irgendwie hochgeklitscht. Keine Ahnung wie. So. Immer schön gegen den Strahl. Jetzt tötet ihn einfach. Ich bin jetzt auf dem Boden sehen. Yeah.
gut hier, oder? Ja, nur sie. Falls jetzt nochmal was schief geht. Okay. Alle da drauf. Ja, so viel zum Thema Laufen. Regenerationstank und Rennen. Und Attacke. Dafür, aber jetzt hat erstmal Stunde vorbei. Bei ihr Generationstrang rein. Gut, was ganz passt. Passt noch nicht viel. Aber trotzdem. So, geschafft. Jetzt liegt er. Noch ein Flächen. Haut ab. Zusammenziehen. Kleine Attacke. Achtung. Oh, das war schon. Sammeln. Und bewegen. Da kommen jetzt drei. So viel zum Bewegen. Attacke. Okay, die Kleinen.
Trank. Gekostet. Ah, guck, dass du sie noch hier belebst. So. Stehen wir drin. Und. Wiederbelebt, schmeißt eine Bombe. Und Mann. So, schnappt ihr euch. Schau. Ah. Echt wieder mit sich nicht mehr viel. Unter da. Mist. Komm schon, komm schon. Gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Gleich. Ja, voll. Voll auf die 12. Huha. Geschafft. Und wir sehen uns hier mit dem Loot im nächsten Part. Bis dann, Leute.